Wild sind sie, so wild wie das Land. Und sie sind stark, zäh und ausdauernd. Kein Rind könnte hier oben überleben, außer einem, dem Yak. Es sind ihre Tiere. Schiring und sein Schwager Tempa sind Dolpo-Pa, wie die Bewohner dieser Region genannt werden. Das Dolpo ist eines der abgelegensten Gebiete im Himalaya. Das Fähnchen im Ohr schmückt Lamba, den Leitbullen. Er ist der Chef einer Herde von etwa 150 Tieren. Die Tiere sind der ganze Reichtum von Schiring und seinem Vater, dem alten Sherab. Den Männern und ihren Yaks steht eine gefährliche Reise bevor. 3 Wochen lang werden sie als Yak-Karawane über die höchsten Pässe der Welt ziehen. Durch Schnee, Eis und Staub. Für sie ist es harter Alltag, für viele Europäer eines der letzten Abenteuer dieser Welt.